Nun, keinem wird es je gelingen, alle Relikte auf Argan zu finden. Eins ist schließlich hier, auf Fischir. Aber gut, bevor ich es vergesse, eins musst du noch tun. Mhm. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Kein Problem. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Da rede ich am besten mit Halvin. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Tu das, mein Sohn. Habe ich ihm gerade zugezwinkert? Okay. Ja, wer ist das? Halvin, ah, das ist der. Hat Groma endlich eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. War nur und die Jahre sehen hier so komisch. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Oruk. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Okay. Das würdest du tun? Cool. Schöne Sache. Wir sind doch Freunde. Gut, dann frage ich den Verräter mal, oder die Petze, eher gesagt. Aber vorher speichere ich kurz mal. Okay. Und reden. Ach, Hirte! Sag mal, Oruk, du hast auch Bernstein am Strand gefunden. Sag mal, Oruk, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte, schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Oruk ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab der keins. Diener nichts. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Okay. Oh, verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhag. Ui. Uruk geht immer selbst, um Pilze zu holen, aber jetzt hat Uruk einen Diener. Der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen. Na, das war bestimmt da die Höhle eben. Herr mit dem Schlüssel. Herr mit dem Schlüssel. Ich hol dir die Wulstlinge. Genau. Lauf, Diener! Lauf! Oruk hat Hunger! Okay, dann bring ich dir was zu fressen, du dreckiger Ork. Und hier ist auch ein kleiner Bug. Eine schwarze Fackel, die leuchtet. Ist doch auch mal was. So eine Fackel möchte ich haben. Ja, dann, das muss dann, oder, ja, das muss hier hinten sein, also die gewesen sein. Oh, oh. Siehste, habe ich richtig gehört. Nein, nicht schon wieder. So, komm schon. So. Auch getötet. So, dann gehen wir in die Höhle. So. Was sind das? Riesenpilz. Aha. Okay. Aha. Wieso sind hier? Ah ja, stimmt. Ah. Oh.
komm her und stirb. So. Wieder alles mitnehmen. Okay, da. Truhen. Ah, Moment, was war das? Ausrüstung. Okay, nichts Besonderes. Kann man den... Nee, okay. Gehen wir weiter. Ah, brauchen wir eigentlich nicht alles. Oh, oh, okay, brauchen wir doch. Los, komm schon. Wieder ausrauben. Gold nehmen. Und weiter so. Noch ein. Nö. Was ist denn das da hin? Ach so, der sitzt da. Moment, den versuche ich mal zu treffen. Das werde ich doch schaffen. Nein! Mann! Voll verzogen! Komm, atme nicht so. Hey, jetzt atmest du normal. Und. Headshot! Okay, da sitzt dann bestimmt noch einer. Einer. Okay, einer noch. Na komm. Und los, weiter, weiter, weiter. Ja. Bevor der erst angreifen konnte, habe ich den schon fertig gemacht. Da hoch, das noch und. Mehr gibt es hier nicht. Ah, da hinten ist sie. Blume. Ah ja, da. Blau Wulstling. Nicht Wurstling. Wulstling. Okay. Und dann auch noch Mole Rats. Okay. Irgendwie kam der mir jetzt aber auch stärker vor als die anderen Mole Rats. Ja, aber so schlimm war das jetzt gar nicht. Okay. Dann holen wir die Pilze. Haben wir alle? Okay. Cool, dann sind wir hier vorne. Dann runterspringen. Ey, das gibt aber Schaden. Oh. Da hätte ich ja runterklettern können. Okay, nichts gesagt, nichts gesagt. Hatte ich zwar gesehen, aber ich wollte einfach mal runterspringen. So, wo gib her. Sind die Wulstlinge? Du hättest mich ruhig vor den Goblins in deiner Höhle warnen können. Du hättest mich ruhig vor den Goblins in deiner Höhle warnen können. Oh, Uruk hat's vergessen. Die Goblins hauen immer ab, wenn Uruk kommt. Kann ich auch verstehen. Hier sind die Wulstlinge. Ich hab sie gefunden. Hier sind die Wulstlinge. Ich hab sie gefunden. Guter Diener. Schneller Diener. Was ist mit dem Bernstein? Kannst ihn haben, Hirte. Danke. Halven soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Alles gut? Ja, alles gut. Dann gehen wir zum Hell. Wie hieß der nochmal? Hell, irgendwas mit Hell, Hell, Hell. Halven, okay, Halven. Hast du den Bernstein? Ja. Hier ist der Bernstein. Hier ist der Bernstein. Sehr gut. Ich habe schon alles vorbereitet.
Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halvin. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. Ich was? Oh, du... Sie hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie... Habt ihr etwa nicht... du weißt schon. Doch, aber... Na, dann sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Armreif und geh zu ihr. Das wird schon. Ich dachte, er meint behütet. Verlobungsarmreif erhalten. Okay. Stufenaufstieg. Das war nicht C, das war L, oder? Nee, was war X? Nein. Ach, was war noch mal? Nein. K, okay, K war das, genau. Präzision kann ich ja jetzt machen. Jetzt habe ich ja einen Bogen. Aber ein weniger, weil ich ja noch nicht so einen guten Bogen habe. Okay. So kann man das lassen, weil ich will auch nicht so viel jetzt mit Zauber machen, weil ich finde die jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Aber gebe ich der Ivy erstmal meinen Verlobungsring oder Verlobungsarmreif. Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halvin! Dieser Idiot! Also bist du's? Ich hab mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Nein. Doch, das... Das kommt nur so plötzlich. Na dann. Wolltest du noch was anderes von mir? Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben und hier habe ich ein Verlobungsarmrei für dich. Willst du mich heiraten? Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben und hier habe ich ein Verlobungsarmreif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Unter einer Bedingung. Was? Was? Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben und von dieser öden Insel runter. Dann... Rede ich besser mit Diego. Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. Okay. Und, ich sehe, die Zeit ist um. Okay, dann würde ich sagen, mache ich auch hier dann einen schönen Schnitt. Wo gehe ich am schönsten hin? Bei denen hier. Und kann ich mich hinlegen? Nein. Aber dann schaue ich dem Mann hier und über die Schulter. So glaub mir doch. Von dem Bauern hier und dann sage ich tschö mit Ö. Und dann sage ich ja, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch oder nicht, aber wenn dann begründen und dann tschö mit Ö.